Valerian. Ich weiß nicht genau. Von den Trailern her, ich habe mir nicht so viel davon versprochen. Luc Besson ist so ein Regisseur. Der hat ein Rad ab. Hat ein gutes Auge. Er ist definitiv begabt. Der Typ hat vollkommen einen an der Klatsche. Halt, betrachtet man Filme wie Das fünfte Element und Lucy. Ich glaube, Leon der Profi ist irgendwie so einer, so, ich glaube, einer seiner wenigen Filme, die in irgendeiner Form, halt, ich meine, das ist halt auch abgefahren, aber es ist halt, spielt in irgendeiner Form von nachvollziehbarer Realität. Von ihm stand übrigens auch Arthur und die Minimoys. Und jetzt kommt er hiermit halt, wo ich dachte, das ist fast ein Pseudo-Sequel zu Das fünfte Element, aber gleichzeitig, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh, das ist Jupiter Ascending 2. Und ich war überhaupt nicht zuversichtlich, weil Cara Delevingne mitspielt, die ich als Schauspielerin halt überhaupt nicht ausstehen konnte vorher. Und halt weiß ich, ich glaube, ich habe eigentlich überhaupt nichts kritikmäßig gehört, weil es hat mich irgendwie nicht genug interessiert zu sehen, hey, was sagen andere Leute dazu? Halt, ich glaube, so allgemein beim Publikum kommt er halbwegs gut weg, aber ich weiß es wirklich gar nicht. Und das ist meine Meinung. Wenn der Film das macht was Geiles und das ist Kreativität zeigen, diese Wesen zeigen, irgend einfach was zeigen, was passiert, dann ist es sehr unterhaltsam. Und wenn der Plot zutage tritt, ist es öde. Halt, weil, okay, es geht um diese Agenten von wie auch immer. Halt, so nach und nach haben sich diese vielen, vielen Wesen und Kulturen aus dem All zusammengeschlossen zu dieser gigantischen Raumstation, die nach und nach ja wirklich eine Stadt wurde, die Stadt der tausend Planeten, weil da halt diese zigtausend Kulturen sind, wie auch immer. Und es geht um die Agenten Valerian und Laurelin. Und die finden. Ah, oh, scheiße. Also die finden so ein Wesen, das von einem Planeten kommt, der vergessen ist. Oh Gott, ich kann diesen Plot nicht erklären. Das ist so bescheuert. Ehrlich, ich weiß nicht, wie ich diese Handlung erklären soll. Also da war vor einer Weile, gab es einen Planeten und dort leben diese avatarmäßigen Aliens, wie auch immer. Diese bleichen. Keine Ahnung. Gut. Und die leben da in Einklang mit der Natur und die haben diese kleinen Wesen, die so ähnlich aussehen wie kleine Hunde oder so. Und die können alles vervielfachen, was sie verschlucken. Und die geben dem quasi Perlen, die ihnen aber der Planet gibt, damit der Planet weiterlebt. Aber ihr Planet wird zerstört und ein paar überleben und sie versuchen jetzt den letzten Transmutator, glaube ich, heißen diese Viecher, versuchen sie zu kriegen, um quasi einen neuen Planeten damit erschaffen zu können. Und Valerian und Laurelin finden den, während sie eigentlich nach etwas anderem suchen. Und dann begegnen ihnen diese Aliens in diesem Planeten und sie werden getrennt und finden zusammen. Und dann geht es um irgendeinen Komplott und einen Twist, der keiner ist, weil es sowas von offensichtlich ist. Das ist so lächerlich. Und das ist die Handlung. Halt, die Handlung ist jeder blöde Star Wars, John Carter, all dieses Zeug, das man schon tausendmal gesehen hat und bla bla bla. Das öde. Halt, aber wenn der Film diese verrückten Szenarien zeigt, die zwischendrin sind, wenn der Film sich selbst ablenkt vom Plot, dann ist der Film gut. Halt, allein die erste große Szene, wenn sie auf einen Markt gehen, der nur virtuell existiert und man muss sich, um in diesen Markt zu gehen, muss man sich so Brillen aufsetzen und dann kann man mit allem interagieren, aber wenn man nicht die Brillen auf hat, läuft man einfach nur in der leeren Wüste herum und kann dann durch die Wände gehen und so und ich verstehe, es ergibt nicht technisch wirklich Sinn, aber es ist kreativ immerhin. Übrigens, das basiert auf einem Comic, ich habe nie den Comic gelesen, ich habe keine Ahnung, inwiefern das irgendwas damit zu tun hat. Also gut, und also da gibt es dieses Szenario und dann auf Alpha selbst, also so heißt dann diese Stadt der tausend Planeten, und ich dachte halt, die hieß Valerian vom Trailer ausgehend und dann, oh nein, der Typ heißt Valerian, okay. Und er hat diese, und die zeigen da verrückte Sachen, halt keine Ahnung, und ihr habt da diese Entenschnabel-Dinosaurier, die aussehen wie mutierte Tick, Trick und Track. Und
Und das sind diese Wesen mit diesen Glubschaugen und da gibt es diesen König und diese lange Festtafel, die sie da vor ihm hertragen. Und ja, wie gesagt, diesen virtuellen Markt. Und dann gibt es diese Unterwasser-Riesen-Seekühe mit Quallen, die in die Zukunft schauen können. Ich verstehe mal. Dieser Film ist so durchgeknallt. Das ist so ähnlich wie mit Jupiter Ascending, aber der Film war unfreiwillig komisch und hatte keinen Spaß, sondern man selbst hatte halt Spaß, weil man halt, weiß es sich darüber lacht, wie ernst die sich nehmen mit diesem Blödsinn und vor allem wie herrlich Eddie Redmayne da übertrieben hat mit seinem Schauspiel. Das war lustig. Und dieser Film hier hat absichtlich lustige Stellen, die lustig sind. Ich hab mich über Cara Delevingne ausgelassen in Suicide Squad und bestimmt auch in einem anderen Video. Hier funktioniert sie besser. Aber es gibt da auch Einschränkungen, denn wann immer sie halt irgendwie so quippy Sprüche austauscht mit Dane DeHaan oder mit sonst irgendjemandem oder auf irgendeine lustige Art mit jemandem interagiert, auch sogar in den Action-Szenen, da funktioniert sie gut, aber wenn sie halt ernst tun muss, dann ist immer noch ein bisschen heikel. Also sie ist ja halt keine gelernte Schauspielerin, also man wächst nach und nach mit seinen Sachen und hier wirklich funktioniert sie größtenteils. Also da war sie auch wirklich sympathisch und sie hat die richtige Art von Gesicht und Ausstrahlung auch für so eine Rolle. Und Dane DeHaan ist eigentlich auch halbwegs gut. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen fehlbesetzt, weil sie geben ihm all diese Actionsprüche und einige funktionieren, aber andere denkt man sich, da braucht man irgendwie jemanden mit ein bisschen anderem Charisma als er hat, weil er hat ja auch des Öfteren auch mal so Bösewichte-Rollen gehabt, wo er besser funktionierte. Aber trotzdem ist er gut. Der Rutger Hauer hat einen einzigen Auftritt. Ethan Hawke hat eine kleine Rolle, den ich erst gar nicht erkannt habe. Rihanna hat eine sehr unterhaltsame Nebenrolle. Sie hat einige der kreativsten Sachen auch zu tun. Und deshalb, wann immer dieser Film diese Detours macht, halt zum Beispiel, weiß nicht, plötzlich diese Rihanna-Tanzszene, wo sie Kostüme und Gestalt verändert. Oder wenn sie halt Laureline davor bewahren müssen, gefressen zu werden. Und die Anfangsszene mit dem Markt und anderes. Und eine Verfolgungsjagd durch Alpha, wo er durch die Wände rennt und diese Portalplattform macht und so, das ist wirklich, dieser Film ist wirklich kreativ, halt so Sachen, die man noch nie gesehen hat, Wahnsinn, das ist wirklich, wirklich cool und es sind auch wirklich unterhaltsame, lustige Sachen, aber wenn sie zum Plot zurückgehen, ist es so öde und so flach und trotzdem, diese Aliens sind interessant, weil diese Aliens, deren Planet zerstört wird, die zeigen sie in den ersten 6 Minuten und obwohl man diese Personen nicht kennt, fühlt man mit ihnen mit und man ist traurig, also das schaffen sie sehr gut. Und das Problem aber bei, okay, nehmen wir sowas wie Guardians of the Galaxy, das ist total abgedrehtes Universum und die schmeißen einen wirklich ohne Vorwarnung in diesen Film mit diesen verrückten Aliens und diesen Konzepten und hey, ein sprechender Waschbär und ein Baum, der nichts sagen kann als ich bin Groot und all dieses Zeug und sie bombardieren einen zu mit diesem Plot halt und Ronan und Thanos und da sind diese beiden Töchter, aber die eine ist nicht wirklich die Tochter von Thanos und plot, plot, plot und all dieses Verschwurbelte, aber die geben einem in Guardians of the Galaxy halt Charaktere an die Hand, mit denen man sich schnell identifizieren kann und der Film hat diesen gewissen selbstironischen Sinn für Humor. Dieser Film hat auch einen selbstironischen Sinn für Humor, aber die Charaktere sind nicht griffig und auch nicht wirklich liebenswert genug, dass man ihnen durch diese verrückten Welten folgen kann. Sie funktionieren nicht gut als Aufhänger, einfach. Sie funktionieren nicht gut als die Identifikationsfigur, mit denen man Zeit verbringen will und dem man folgen will und mit dem man das alles kennenlernen möchte. Das ist ein bisschen schwierig. Und vor allem auch irgendwie, sie kommen dann nach Alpha irgendwann halt während der ersten 30 Minuten des Films und sie kriegen diese ganzen Infos und für mich sah es so aus, als müssen sie nicht eigentlich genau wissen, was das ist. Also dachte ich, vielleicht. Waren sie da nicht vielleicht schon mal? Irgendwie auch. Also das fand ich ein bisschen komisch. Also diese ganzen Infos kriegen halt ohne jeden Grund. Ist das nur für uns? Halt, das hätten sie anders verpacken können, ruhig. Ja, aber es ist schwierig, weil die liebenswertesten Figuren sind eigentlich halt die Aliens, die Pearls halt und die dann ihren Planeten verlieren. Also sie sind so fremdartig und bei denen ist man auch nicht sicher, sind die CGI oder ist das irgendwie mit Kostümen und Schauspielern? Deshalb ist es ziemlich auch coole
coole Mischung und die CGI-Effekte sind sehr kreativ und fügen sich toll ineinander ein. Das 3D war, ne, also braucht man nicht in 3D. Höchstwahrscheinlich bin ich der Letzte überhaupt im ganzen Internet, der diesen Film sieht, weil, ja, ich bin damit spät dran. Aber es ist echt schwer. Es ist wirklich schwer, konkret zu sagen. Halt wirklich, für all die kreativen Szenarien, die sie hier haben, für all diese verrückten Aliens, für all das coole Zeug, lohnt sich das. Es macht wirklich Spaß. Vor allem Luc Besson hat übrigens auch die Drehbücher geschrieben zu Taken, also zu 96 Hours, und einmal zitieren sie den, aber halt so ein böser Alien sagt dazu, Valerian, das ist relativ am Anfang, ich werde dich finden und ich werde dich töten, und man hört Valerians Stimme, viel Glück. Und da dachte ich, wirklich? Da dachte ich, das ist mal eine random Anspielung, aber okay, es funktioniert im Kontext. Also das immerhin. Ja, und wirklich, es gibt coole Szenen, es gibt sehr unterhaltsame Szenen. Die Musik ist der Wahnsinn. Die Musik ist fantastisch. Alexandre Desplat's Score ist so grandios. Halt wundervoll altmodische, orchestrale Science-Fiction-Musik. So schön und so gut zu hören die ganze Zeit. So kreativ. Fantastische Musik. Und sie benutzen halt auch ein paar Songs. Es gibt eine Art von Vorspann, wo sie halt zeigen, wie nach und nach halt Alpha wächst. Und das war sehr kreativ gemacht. Das war ganz cool. Und ja, wie gesagt, der Plot ist so... wann immer halt wirklich sie zur Handlung zurückgekehrt sind und von wegen, oh, jetzt kommt irgendwie Handlung, Plot, Plot, Plot. Und bla, und dieses bla, und Pseudo-Twist bla. Da dachte ich, oh, geht mich weg, ey. Das ist echt, schade, vor allem, weil es gegen Ende nur noch Plot, Plot, Plot ist und Exposition und Milne. Und das hat mich wirklich nicht interessiert. Und es geht halt darum, die ganze Zeit ist die Entwicklung, Valerian macht sich die ganze Zeit an Laurie Lynn heran, aber sie sind eigentlich nur halt Partner, als in dem Sinne, er ist Agenten halt. Und er sofort halt so von mir, hey, willst du mich heiraten und alles? Und da gibt es diese ganze Verbindung. Und ich denke, die haben nicht wirklich diese Art von Chemie miteinander. Man hat da nie, selbst am Ende hat man nicht das Gefühl, die werden verliebt oder sowas. Und das Ende ist irgendwie auch ein bisschen, okay, ist jetzt wohl das Ende. Wie auch immer. Halt, ich, vom Erfolg des Films wollten sie es abhängig machen, ob da vielleicht ein Sequel kommt oder was. Ich verspreche mir nicht so viel davon. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass groß die Nachfrage besteht, mit diesen Figuren und so weiter da was zu machen. Ist schwierig halt. Halt, ich kann, wenn ihr neugierig seid auf DVD, wirklich, es gibt sehr, sehr unterhaltsame und wahnsinnig kreative und versponnene Szenarien, Sequenzen, Szenen und halt sehr viel Eye-Candy. Der Film ist wunderschön und er ist bunt und er ist wirklich cool und so, die Kreativität hier in allen Aspekten, Visuals, Designs, Effekte, Farben, Musik, das ist der Wahnsinn. Und Rihanna und all diese Sachen, wirklich, es funktioniert wirklich gut. Das Einzige, was wirklich nicht funktioniert, sind halt der Plot und mit Einschränkungen die Hauptdarsteller. Das ist halt als Figuren selber. Schauspiel ist okay, aber halt die Figuren selbst sind halt blass und nicht wirklich einnehmend. Ja, aber das, mehr kann ich nicht sagen zu Valerian. Halt, ich wüsste wirklich nicht, was noch. Es ist kein schlechter Film. Es ist wirklich streckenweise ein sehr unterhaltsamer Film. Was halt blöd ist, ist die Handlung. Das hat mich wirklich nicht ergriffen und hat echt alles ausgebremst. Hier, ironischerweise, wird nicht die Handlung ausgebremst, sondern die tollen Szenarien werden von der Handlung ausgebremst. Ah ja, die Handlung ist eigentlich der Stopper für den Spaß, für den Fun, den man haben sollte. Halt, wann immer irgendwie Rihanna wechselt ihre Gestalt, wir haben diese Tanzszene, wir haben Verfolgungsjagden und ich denke mir, hey, und dann schalten wir zurück in die Kommandozentrale zu Major, Computer, geben Sie mir mehr Informationen über den Planeten Mule. Und ich denke, oh, der Plot, nein, geh weg. Ich will nicht den Plot, ich hatte gerade Spaß hier. Das ist es, Valerian zu sehen. Das ist meine Meinung zu Valerian. Ja, macht daraus, was ihr wollt, aber höchstwahrscheinlich habt ihr ihn sogar schon gesehen, wenn ihr neugierig wart. Keine Katastrophe, halt. Ich hatte mir wirklich nicht viel davon versprochen und ich habe dann doch viel mehr gekriegt, als ich erwartet hatte. Mit den genannten Einschränkungen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich empfehle mich. Wir sehen uns dann mit dem nächsten Film.
Das wird wahrscheinlich dann Kirk sein. Bis dahin, danke und ja, wir sehen uns. Tschüssi.